Bricht das Küssen und das Kuscheln mit dem Ehepartner das Fasten? Wir haben der Hadith, Aisha überliefert, dass er in dem Fasten geküsst hat und sonstiges und ist zum Gebet gegangen, ohne irgendwie Wudu zu machen oder irgendwas sich zu verändern. Wir sagen natürlich nein, das an sich so nein, es bricht das Fasten nicht. Aber jeder ist sein eigener Kontrolleur. Pass auf, nicht, dass du erregt wirst und okay, bis Erregung ist immer noch nichts. Aber der Schatan will dich führen, bis dass du mit deiner Frau dann schläfst in Ramadan-Zeit. Aber pass auf, denn wenn du der Meinung bist, du bist jemanden, der, wie der Hadith, ein alter Mann ist gekommen, sagt er, ich habe meine Frau geküsst, soll ich Wudu machen, sagt er nein. Geht, kommt direkt nach ihm ein anderer älterer Mann, junger Mann. Fragt, ja, Rasulallah, ich habe meine Frau geküsst. Soll ich Wudu machen, sagt er ja. Sahaba gucken Rasulallah an. Selben Menschnis, selber Augenblick. Ja, Rasulallah, ja, einer hat zu ja gesagt, dass er, ja. Der eine kann seine Shahwa kontrollieren, alter Mann. Oder hat fast kein Shahwa mehr. Versteht ihr? Aber der junge Mann kann sein, dass er kontrollieren kann, aber 80-90%, dass der Shatantür auf ist. Über was machen wir? Prophylaktisch zu. Versteht ihr, was ich meine? Aber an sich nein, aber wenn es zu Haram führt, dann ist es dann auch Haram. Jeder ist sein eigener Richter. Kuscheln ist genau dasselbe. Sag noch ja.